Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Auslandsgesprächs. Heute mit Professor Dr. Gwendolin Sasse. Sie ist Leiterin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Und mit ihr will ich heute über das russische Verfassungsreferendum reden. Herzlich willkommen, liebe Frau Sasse. Hallo, guten Tag. Am Sonntag ging die Abstimmung über eine umfangreiche Verfassungsänderung in Russland zu Ende. Fast 200 Änderungswünsche waren Teil dieser groß angelegten Verfassungsreform. Das Ergebnis ist erwartbar eindeutig ausgefallen. 78% etwa haben für die Annahme der Verfassungsänderung gestimmt. Eine relativ hohe Wahlbeteiligung von 65% wurde verzeichnet. Was bedeutet denn diese Verfassungsänderung für die politische Wirklichkeit in Russland? Und wie ernst muss man diese hohen Zustimmungswerte, die offiziell gemeldet werden, denn tatsächlich nehmen, Frau Sasse? Ja, das sind in der Tat die Werte, die sich der Kreml gewünscht hat und angepeilt hat. Und natürlich hätte es auch gar keine anderen Werte geben können. Und wir hätten auch vielleicht nie die wirklichen Werte erfahren. Allerdings ist auch durchaus bezeichnend, dass das Putin-System Mobilisierung liefern kann und schafft. Vielleicht müssen wir gar nicht die Zahlen so sehr anzweifeln, aber eher darauf gucken, wie mobilisiert wurde. Und die eigentliche Abstimmung, wenn wir damit anfangen, hatte am Ende eher Züge eines Gewinnspiels. Also es gab Preise zu gewinnen, große Preise, Autos, Handys. Es gab für jeden, der sich beteiligt hat, Punkte, die man in Geschäften für kleinere Dinge einlösen konnte. Also es war eine sehr andere Art von Abstimmung, selbst an russischen Maßstäben gemessen. Die Verfassungsreform ist weitreichend. Sie sagten schon, es sind über 200 Veränderungen. Sie sind vor allem im hinteren Teil der Verfassung von 93 eingefügt worden. Das heißt, man hat den wichtigen Grundrechteteil, der auch an unsere Verfassung erinnert, nicht angetastet. Man hätte für die Veränderungen, die jetzt eingeführt wurden, von Januar bis März hat Putin diese Reform durchgeführt, hätte man eigentlich gar keine Volksabstimmung gebraucht. Und darin spiegelt sich, dass diese Abstimmung, diese Legitimation von unten eine wichtige Bedeutung für Putin hat. Es geht in dieser Verfassungsreform vor allem darum, dass sich Putin selbst Optionen schafft für die Zeit nach seiner jetzigen Amtszeit, die 2024 endet. Er kann jetzt nach einer sogenannten Nullung seiner Amtszeiten zuvor noch bis zu zweimal antreten. Das heißt, sein Zeithorizont erweitert sich auf 2036. Aber es ist auf keinen Fall gesetzt, dass er beide diese Amtszeiten nutzen wird. Er hat sich auch andere Optionen gesichert. Zum Beispiel wird ein Beratungsgremium, der Staatsrat, gestärkt. Das muss noch gesetzlich ausdefiniert werden. Und da wäre es auch möglich, dass vielleicht sogar, wenn im Land im Verlauf der Auswirkungen der Corona-Krise oder anderer Krisen die politische Verantwortung zu viel wird, dann mag es vielleicht günstig sein, sich auf einen Posten zu verlagern, wo man nicht direkt politisch verantwortlich ist, aber noch Einfluss ausüben kann. Das ist also eine weitere Option. Und in die Verfassung ist auch die Immunität von Ex-Präsidenten festgeschrieben worden. Das heißt, das ist immer so, dass es auf jeden Fall geht für autoritäre Machthaber, dass sie sich selber ihre persönliche Sicherheit wahren und auch ihre finanziellen Ressourcen. Und auch diese Option ist gegeben. Aber die Verfassungsreform geht noch weiter und es wurden auch viele traditionelle Werte, wie sie immer genannt werden, festgeschrieben an verschiedenen Teilen in der Verfassung. Es wurden soziale Rechte hineingeschrieben über die schon bestehenden Grundrechte hinaus. Da geht es zum Beispiel jetzt um einen Mindestlohn, eine Anpassung von Renten, eine regelmäßige Anpassung. Und dann gibt es auch Dinge wie Bezüge auf die historische Wahrheit, auf die territoriale Integrität der Russländischen Föderation, die nicht angetastet werden soll, also ein klarer Hinweis auf die Annexion der Krim, die nicht in Frage gestellt werden darf. Unter den traditionellen Werten ist vor allem die Institution Ehe als Bund von Mann und Frau, die wie es jetzt festgehalten wird, zu nennen. Das heißt, es ist ein Potpourri aus Dingen, die eigentlich eine Identität für den russischen Staat definieren. Und das ist auch in der Kampagne besonders betont worden. Gehen wir nochmal zu der Frage
der Amtszeit von Putin zurück. Es zeigt sich ja einmal mehr, dass Putin ein Meister darin ist, die Dinge in der Schwebe zu halten, sich Optionen zu schaffen. Also es ist, wie Sie ja angemerkt haben, nicht automatisch so, dass er nochmal zwei neue volle Amtszeiten eingehen muss. Er hat auch andere Möglichkeiten, Macht gegebenenfalls aus dem Hintergrund auszuüben. Das ist ja ein charakteristisches Kennzeichen von Putins Machtausübung, dass er, egal ob es um Wirtschaftsreformen geht oder um andere Fragen geht, immer die Dinge in der Schwebe lässt und sich entweder gar nicht oder erst sehr spät endgültig festlegt. Aber selbst wenn diese Optionen jetzt vielfältig sind, eins kann man festhalten: Es gibt erstmal keine Alternative zu Person Putins, was das Zentrum der Macht in Russland anbelangt. Also jegliche Überlegung, dass ein Nachfolger aufgebaut werden kann, dass beispielsweise der frühere Präsident und Premierminister Medvedev die Nachfolge antreten könnte, ist damit erstmal hinfällig geworden, oder? Ja, das sehe ich genauso. Also wenn Putin irgendwann erwägen wird, nicht wieder anzutreten, zur Seite zu treten, in eine andere Funktion zu wechseln, dann wird bestimmt ein Nachfolger erst sehr kurzfristig eingeführt. Das heißt, die Spekulationen, die es jetzt immer schon natürlich mal wieder gibt, wer eventuell ein Nachfolger werden könnte, da bin ich mir fast sicher, dass wir falsch liegen werden und dass das erst, wenn überhaupt, im letzten Moment klar werden würde. Was man da vielleicht auch noch hinzusetzen sollte, ist, dass Putins Beliebtheitswerte seit dem Hoch nach der Krim-Annexion, da lagen die Beliebtheitswerte so ungefähr um 80%, beständig gesunken sind. Sie sind allerdings immer noch hoch. Häufig fokussieren wir uns sehr darauf, dass sie langsam runtergehen, aber sie sind immer noch bei ungefähr 60%. Aber wenn die Frage anders gestellt wird und das Levada-Institut, ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut, hat im April die Frage gestellt, da mussten die Befragten sagen, welchen Politikern und Politikerinnen sie vertrauen, also selbst die Politiker und Politikerinnen benennen. Und da kam Putin, andere kamen auch nicht auf höhere Werte, aber da kam Putin nur auf 25%. Das heißt, man sieht auch daran, dass etwas kippelig wird in der Bevölkerung. Und deshalb war es Putin auch so wichtig, diese Volksabstimmung jetzt durchzuführen und trotz der Corona-Pandemie, wo ja ein sehr restriktiver Lockdown zuerst aufgehoben werden musste, dann hat man die Militärparade vom 9. Mai verlegt und dann gleich am Tag danach, am 25. Juni, eine einwöchige Abstimmung durchgeführt über diese Verfassung. Das heißt, es war eine sehr enge, auch sehr eng getaktete, sehr symbolträchtige Woche. Aber daran sieht man, dass auch bei diesem Risiko jetzt, dass sich die Pandemie noch wieder verschärfen könnte, sie ist nach wie vor noch sehr stark ausgeprägt in Russland, eines der Länder mit der höchsten Infektionsrate, noch über 6.000 Infektionen nach offiziellen Angaben pro Tag. Und das hat man als in Kauf genommen. Daran spiegelt sich die Bedeutung dieser Abstimmung genau jetzt und dass man sagen kann, oder genau weiß, dass Putin nicht von seiner Stelle rücken wird. Wir haben, wenn ich das kurz anfügen darf, im April eine Online-Umfrage unter der jüngeren Generation in Russland durchgeführt. Und 3000 Leute zwischen 16 und 34 befragt. Das haben wir schon mehrmals gemacht. Aber diesmal haben wir noch Verfassungsfragen eingebaut. Und da spiegelt sich zum Beispiel, dass 2/3 der Befragten es lieber hätten, dass Putin 2024 in Rente geht oder zur Seite tritt. Das heißt, wenn man das zusammen mit diesen Werten, dass wenn man aktiv nach Vertrauen fragt, nur 1/4 der Bevölkerung oder der Befragten generell sagen, sie vertrauen Putin, dann ist da durchaus eine Diskrepanz. Und diese Ergebnisse, auf die Sie am Anfang ansprachen, jetzt die Beteiligung und das Ergebnis für die Volksabstimmung, die spiegeln nicht wirklich wider, wie aktiv die Bevölkerung Putin unterstützt. Sie sehen aber keine Alternative und das spiegelt sich auch in diesen Ergebnissen. Nach Umfragen vermutet man, dass wesentlicher Grund für die Beteiligung und auch für die Zustimmung an der Abstimmung auch war, dass eine Reihe von sozialen Fortschritten verankert worden ist in der neuen Verfassung, also was Mindestlohnentwicklung anbelangt. Ist es so, dass die Frage der sozialen und wirtschaftlichen Lage inzwischen die Leute mehr umtreibt als Fragen der Regierungsstruktur, der Außenpolitik?
Und hat Putin in der Corona-Pandemie zu wenig an sozialer Unterstützung gewährleistet? Fühlen sich die Leute auch ein Stück weit alleingelassen mit ihren wirtschaftlichen Sorgen und Nöten? Sie fühlen sich auf jeden Fall alleingelassen. Ich denke nicht, dass das etwas Neues ist, dass die Leute vor allem an ihre soziale, an ihre wirtschaftliche Situation denken. Das ist auch bei uns nicht anders und das ist auch in Russland schon lange so. Aber natürlich hat diese Zeit jetzt gerade noch mal die prekäre Situation der russischen Bevölkerung ganz, ganz deutlich gemacht. Und der russische Staat hat bisher nicht mit vergleichbaren Finanzpaketen versucht, auch der Bevölkerung diese Schockwirkung der Pandemie abzunehmen, wie das bei uns zum Beispiel der Fall war oder ist. Man hat vor allem die Kosten für die sogenannte arbeitsfreie Zeit während des Lockdowns auf Betriebe abgewälzt. Die Unterstützung, die es gibt, gibt es hauptsächlich für staatliche Betriebe. Das heißt, die kleineren und mittelständischen Betriebe kommen gar nicht vor in diesen Programmen bisher. Viele davon, man schätzt bis zu 60%, mögen diese Krise gar nicht überleben. Das heißt, die russische Wirtschaft wird nochmal in dieser Art von Entwicklung jetzt um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurückgeworfen. Und auch haben Leute kaum Ersparnisse. Die meisten sind am Ende ihrer Ersparnisse, wenn sie überhaupt welche hatten, angekommen. Und da sind natürlich soziale Versprechen zum einen attraktiv. Zum anderen bin ich mir nicht sicher, dass jemand wirklich konkret erwartet, dass das umgesetzt wird. Und die sozialen Garantien, die immer wieder auch in der offiziellen Kampagne jetzt vor der Abstimmung betont wurden, sind auch nicht klar benannt, bis auf, dass es eine Rentenindexierung, einen Mindestlohn geben soll. Aber dennoch sind das die Themen, die am präsentesten waren. Neben einigen traditionellen Werten sind vor allem die sozialen Garantien das, was Leute, wenn sie befragt wurden, mit der Verfassungsreform verbunden haben. Also die politischen Fragen sind erst an zweiter oder dritter Stelle, das politische System, wo sich auch wieder drin spiegelt, dass Leute wenig Hoffnung auf oder wenig Alternative sehen und deshalb sich auch gleich auf etwas anderes fokussieren. Ein weiteres besonders aufschlussreiches Element der russischen Regierungspolitik der letzten Jahre ist ja der Versuch, aus der Geschichte heraus, aus einer offiziellen Geschichtsschreibung heraus, ein bestimmtes Russlandbild zu schaffen und damit auch Leute um dieses Bild herum zu versammeln. Dazu gehört auch die Erinnerung an den großen Sieg im Zweiten Weltkrieg, der ohne Zweifel historisch auch ein großer Erfolg war, die Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus. Aber das wird auch ein Stück weit instrumentalisiert in diesen Paraden, die ja regelmäßig stattfinden. Wie stark verfängt denn dieser, ich sag mal, russisch-nationalistische Zug, der in den letzten Jahren die offizielle Regierungspolitik immer mehr dominiert? Wie stark glauben die Bürgerinnen und Bürger an an den Vorrang des orthodoxen Russland, das der westlichen Dekadenz gegenüber sich erwehren muss, das dem Liberalismus den Rücken zuwendet und damit die sozusagen unabänderliche Kultur Russlands in die Zukunft trägt? Das ist ja schon ein Diskurs, der für uns etwas befremdlich ist und der auch eine Abkehr Russlands, jedenfalls der offiziellen russischen Politik vom Westen, bedeutet. Ist das tatsächlich etwas, was Resonanz findet in der Bevölkerung? Es ist natürlich schwer zu verallgemeinern, aber Teile davon finden auf jeden Fall eine Resonanz. Und gerade die Erinnerung auch an die Größe der Sowjetunion, an die Stärke, an die Rolle im Zweiten Weltkrieg ist ein Element, was auch generationenübergreifend eine Wirkung zeigt. Und dazu gehört jetzt eben auch die verschobene Militärparade und diese enge Knüpfung an diese Volksabstimmung und wie wir schon besprochen hatten, auch Bezüge auf die historische Wahrheit. Also das spielt stark darauf hin, dass Putins eigener Blick auf die Geschichte, er hat sich ja in den letzten Monaten da selber betätigt und auch unter anderem auch in Deutschland Briefe verteilt, wie Geschichte zum Zweiten Weltkrieg zu lehren sei. Und da kann man sagen, dass diese Idee der Größe und des Beitrags der Sowjetunion und dann nochmal mit einem russischen Kern dazu
dass das eine gewisse Resonanz findet. Aber man darf auch zum Beispiel diese Betonung auf die traditionellen Werte nicht zu sehr überschätzen. Also das gehört ganz stark zum Staatsnarrativ. Aber wenn wir in der Bevölkerung schauen, auch gerade wieder zum Beispiel in der jüngeren Generation, dann ist die orthodoxe Kirche einer der am kontroversesten beurteilten Institutionen in Russland. Also man darf das nicht ganz gleichsetzen. Also dieses Geschichtsbild ist das eine. Ein Bezug auf traditionelle Werte ist nicht so eindeutig eingenommen von allen Teilen der Bevölkerung. Ja, also man kann eigentlich nach dem Verfassungsreferendum festhalten, in Russland bleibt alles im Wesentlichen gleich. Sowas wie stabile Stagnation ist ja seit Jahren zu verzeichnen. Kein Aufbruch Richtung politische Liberalisierung, eher mehr Repression, auch was Pressefreiheit anbelangt. Kein Fortschritt bei Wirtschaftsreform, eher eine weitere Stärkung des Staatssektors. Und was das Personal anbelangt, Putin, in welcher Form auch immer, wird uns in den nächsten Jahren erhalten bleiben. Wir werden also mit diesem Russland in den nächsten Jahren umgehen müssen. Das wird sicher nicht einfach werden, denn die wirtschaftlichen Herausforderungen bleiben ja groß. Und man wird darauf setzen müssen, dass Russland immer wieder versuchen wird, von den Strukturproblemen abzulenken, indem historische Narrative bedient werden, indem sozialstaatliche Hilfen gewährleistet werden, sofern das Geld da ist, und indem man nach außen Stärke demonstriert. Wir werden also weiterhin mit dem Russland leben müssen, das wir in den letzten Jahren kennengelernt haben. Ich sage ganz herzlichen Dank, Frau Sasse, für dieses Auslandsgespräch. Und auf ein baldiges Wiedersehen, entweder virtuell oder eben bei einer Veranstaltung des Zeus in Berlin. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich beende jetzt die Aufzeichnung, Frau Sasse.